3, 2, 1. Und somit herzlich willkommen zu den MyNews 2014 mit mir, der 600 Player. Es geht wie gewohnt hier weiter mit ja, den monatlichen News. Daran ändert auch die East News Time nichts. Und somit würde ich auch sagen, fangen wir gleich an hier in der Übersicht. Wir haben allgemein mal wieder allgemeine Informationen, neue Let's Play-Reihen und neue Projekte. Ja, was euch gerade interessiert, guckt in die Videobeschreibung, klickt da auf die jeweiligen Zeiten drauf. Da kommt ihr direkt zum Thema, was ich da anspreche. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mit den allgemeinen Informationen. So, was gibt es aktuell Allgemeines zu sagen? Boah, folgendes: aktueller Stand des Kanals, wie immer, neue Kontakte und neue Ideen. Ja, fangen wir mal mit dem aktuellen Stand des Kanals an. Wir, oder was heißt wir? Ich stehe im Endeffekt mit dem Kanal im, ja, wie soll man sagen, im Meh, Meh, im Meh stehe ich da, im Endeffekt im Meh. Und zwar hatten wir im März eine ziemlich krasse Kurve nach unten von minus 20%. Weiß gar nicht, ob ich das damals im April angesagt hatte. Aber wir hatten auf jeden Fall eine ziemlich krasse Kurve nach unten von minus 20%, was Views angeht. Was allerdings daran lag, dass im März so viele Spiele geplant waren und keiner von diesen Spielen einfach rausgekommen ist, was dann doch schon so Kotzgrenze eigentlich war. Im April hat sich der Kanal wieder erholt und ist mit einem Plus von, laut Dings, eigentlich wieder ein Plus von 37% rausgegangen, was ich mir eigentlich auch nicht so ganz vorstellen kann. Auf jeden Fall, es schwankt aktuell. Abonnententechnisch sieht das alles sehr gut aus. Jetzt innerhalb der letzten 30 Tage fast 1200 Abonnenten gut gemacht. Auch hallo und grüß Gott an alle neuen Abonnenten. Views-technisch verstehe ich es aktuell noch nicht ganz, weil da krängeln wir uns teilweise bei 13.000 bis 14.000 Views rum. Standard war mal 15.000, 16.000. Keine Ahnung, was da so genau los ist. Ansonsten soweit auch finanziell alles in Ordnung. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt die nächsten Monate irgendwie verhungern muss. Lief zwar schon mal, es waren schon mal 2-3 Mark mehr, aber es geht soweit alles. App-Log-Rate sieht soweit auch noch wiederum in Ordnung aus. Also, top Leute, scheiß Ding auslassen. Und ansonsten denke ich mal, ja, können wir entspannt in den Sommer gehen und der Winter wird wieder, denke ich mal, interessanter. Zumal man gucken muss, wie sich das Sommerloch dieses Jahr entwickelt. Letztes Jahr war das nicht allzu krass. So, kommen wir mal zum nächsten Punkt und zwar neue Kontakte. Jo, wir haben, also ich habe ein paar neue Kontakte kennengelernt. Wie schon beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, ob ich das angekündigt hatte. Vielleicht lieber nur den East News und zwar der Dalukat gehört dazu. Netter Typ muss man lassen im IDG Gamster Netzwerk. 40k, sein 40k hat er jetzt gestern geknackt. Nochmal Glückwunsch dazu. Und mit ihm mache ich aktuell TTT, also hier Garry's Mod, Trouble in Terrorist Town, Trouble, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Breaking Point und teilweise Arma 3 zusammen. Da ist er immer dafür zu haben, hat er immer wiederum Bock drauf. Und von daher eigentlich relativ nice. Dann Geeks Girl, aka Nancy, eine Dame aus Nähe Zwickau, also auch eine Sächsin. Und ja, ein Geheim. Ja, das stufe ich mal als Geheim ein, aber auf jeden Fall ein sehr netter Kontakt. Muss man lassen, der. Nee, das war immer noch so gut, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ein sehr netter, sehr, sehr netter Kontakt. Was mir auch jetzt mal wieder privat gezeigt hat, Person XYZ kann, egal wie groß, auf irgendwelchen Plattformen sein, sie ist und bleibt trotzdem ein stinknormaler Mensch, mit dem man sich stinknormal unterhalten kann. Auf jeden Fall sehr nett, werde ich natürlich nicht verraten, wer es ist, das ist alles so, aber netter Kontakt. Netter Kontakt, netter Person. So, ansonsten dritter Punkt, neue Ideen, ja. Und zwar, ich habe ein paar neue Ideen für den Kanal, die schon länger so ein bisschen durchgekaut werden. Unter anderem mehr Livestreams, ein fester wöchentlicher Livestream, vielleicht mehrere spontane Livestreams, wie wir dazu kommen. Allgemein neue Projekte und allgemein mal gucken, was man allgemein noch so am Kanal umstellen soll. Und vielleicht allgemein das Wort allgemein weglassen oder reduzieren, das wäre nämlich im Allgemeinen ganz gut.
Ansonsten habe ich da ein paar neue Ideen, müssen wir mal gucken, wie man die einbringen kann, wie ihr das annimmt, weil das wird ein bisschen, ja, sagen wir mal so, von der Let's Play-Ebene so ein bisschen hinter die Kulissen. Wie entsteht überhaupt ein Let's Play, beziehungsweise wie entsteht überhaupt ein Spiel? Da habe ich so ein paar Ideen gesammelt, mal gucken, wie man das umsetzen kann und wie es dementsprechend bei euch ankommt. Doch, so viel zum Thema allgemeine Informationen. Kommen wir mal zu den neuen Let's Play rein. Und zwar Feuerwehr 2014, die Simulation. Also ich denke mal so circa in 2 Wochen geht's los. Dann sind die Vorabversionen für uns Let's Player fertig. Und André von WizGames, Geschäftsführer von WizGames, schönen Gruß an dich, wird es dann dementsprechend an uns aushändigen. Das heißt, wir können das Spiel 1 bis 2 Wochen vor Release schon mal spielen. Das ist natürlich gerade auf YouTube, braucht man ja nicht drüber rum zu diskutieren, ein sehr immenser Vorteil, gerade was Ranking etc. pp. Alles angeht. Freut euch schon mal drauf. Ich hatte oder durfte schon mal während der Entwicklungszeit mehrmals reingucken und mit dabei sein und zuschauen, wie die Jungs das entwickeln. Es ist schon ein richtig krasser Sprung vom Werksfeuerwehrsimulator. Die Engine, allgemein die Physik und das Verhalten und die Möglichkeiten und die Grafik. Ja, es werden viele rum, ja, die gleichen Fahrzeuge. Ja, den Rest beachtet man ja gar nicht. Also es wird richtig geil. Wie gesagt, Feuerwehr 2014 kommt Ende Mai raus. Ich denke mal, in 1, 2 Wochen wird das Let's Play dann dementsprechend starten. Freut euch schon mal drauf. So, dann geht's weiter mit Thunder 2014. Das ist aktuell geplant. Geplant in dem Sinne, ich kann euch nicht versprechen, ob es kommt oder ob es nicht kommt. Ich denke aber mal, dass Thunder 2014 zusammen mit den Clicky demnächst wieder starten wird. Wir gehen auf Jagd. Click muss mir das nochmal ein bisschen beibringen. Ich habe das schon teilweise wieder verlernt. Und wird im Endeffekt erstmal so als 3-Split-System fortgeführt. Dann der Outlast DLC, der soll angeblich morgen, also heute auf morgen soll der angeblich kommen. Da muss ich gerade mal gucken, ob das wirklich so stimmt. Falls ja, wird natürlich auch dieser DLC gespielt von mir, weil ich fand Outlast eigentlich bis aufs Ende relativ geil. Und dann Daylight. Daylight ist auch wieder so eine Art Horrorspiel oder ist ein Horrorspiel, man spielt wieder in irgendeiner Psychiatrie und soll angeblich gut ankommen. Gut, und da ich mich auf solche Horrorspiele gerne einlasse und ich bin ja eigentlich immer so der Typ, der lässt sich nicht so schnell erschrecken, davon mal abgesehen. Wenn dann aber mal so Schockmomente kommen, dann kann das schon nice sein. Also 2 neue Horror-Let's Plays, wie ich das im Upload-Plan integriere, bin ich mir nicht so sicher, weil Horror-Let's Plays kann ich nur in der Nacht aufnehmen wegen Kulisse und dann auch nur abends releasen. Von daher seid da mal gespannt drauf. So viel zum Thema neue Let's Play rein. So kommen wir auch mal zum Thema neue Projekte. Ja, Projekte sind im Endeffekt die Livestreams damit gemeint. Deswegen, es gibt einen festen Livestream-Termin, der wird jetzt bei mir Samstag um 18 Uhr sein. So, das heißt, Samstag ab 18 Uhr bis, sagen wir mal, 12 Uhr, also immer 6 Stunden, werden wir live streamen oder ich werde live streamen. Was Tino und Co. macht, das kann ich nicht beeinflussen. Im Endeffekt, auch ich denke mal, wenn Tino Zeit hat, wird er im Endeffekt mit streamen. Letztes Mal war es, als es live für die Woche, denke ich mal, können wir einen LS-Livestream machen. Obwohl ich schon sagen muss, dass 6 Stunden LS wirklich harter Tobak ist. Aber gut, muss man mal gucken. Vielleicht machen wir LS und Dings oder halt mal ein bisschen ETS. Müssen wir dementsprechend mal gucken. Auf jeden Fall da, wo ihr auch mitspielen könnt. So, dann sind mal ein paar mehr spontane Livestreams geplant. Das wird aber weniger in die Richtung LS gehen, sondern mehr in die Richtung Altes Live. Lalalala. Ja, das wird wohl mehr in die Richtung Altes Live gehen. Da könnt ihr gespannt sein. Das werde ich dann halt mal ein bisschen ankündigen. Also, ja, verfolgt Facebook. Falls ihr kein Facebook habt, achtet hier auf den Uploadplan, wenn da mal so ein kurzes Informationsvideo kommt, mit Livestream startet. So. Dann ist ein zweiter 48-Stunden-Livestream geplant. Ja, der eine war mir nicht genug, es muss ein zweiter sein. Und zwar der zweite 48-Stunden-Livestream auf Altes Live oder was hieß für auf Black Color Elite ist geplant. Allerdings soll der ein bisschen anders aufgebaut werden. Und zwar sollen im Livestream, also in den 48 Stunden, mehrere Mini-Events stattfinden. Und wer in diesen Mini-Events teilnimmt und da bliblablo was gewinnt, bekommt Preise. Gadgets. Gewinne, wie man es auch immer ausdrücken will. Und zwar ist da aktuell sowas geplant wie Ingame
Ingame-Preise und richtige Preise. Ich muss da mal mit meinem Sponsor Randy Ron bzw. mal mit Patrick reden, inwiefern das da möglich ist mit Unterstützung durch PP. PP bedeutet im Übrigen Produktplatzierung, also im Endeffekt Product Placement, Werbung etc. PP, wie man es ausdrücken will. Und müssen wir mal gucken, wie das ist. Dann würde man so sagen, da könnte man nämlich im Livestream so ein kleines Event machen, hier bliblablub, und wer da gewinnt, gewinnt halt mal einen Gutschein von 20, 30 € oder mal ein Spiel. Das ist an sich kein Problem. Das Einzige, für was ihr euch dann dementsprechend nicht zu schade sein dürft, ist dann dementsprechende Werbeeinblendungen und Werbung von Randy Run, die ich logischerweise selber steuere, sowie In- und Out, sowie mal kurze Intros, Outros etc. pp. Weil es muss ja im Endeffekt wieder refinanziert werden. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, lasst es mir dementsprechend da. Ja, und zu guter Letzt deine Ideen. Hast du Ideen, was man jetzt projekttechnisch machen könnte? Würde jetzt sagen, wenn es hier, das habe ich mir mal gedacht, ich kann es aber auf meinen Kanal nicht umsetzen, weil entweder ist mein Kanal zu klein, ich habe keinen Kanal, ich traue mich nicht, könnten wir das wie Popup machen. Lasst es mir da, schreibt mir eine PN auf YouTube. Ich habe jetzt mal meinen kompletten Briefkasten mal ein bisschen entmüllt, habe nur noch das Wichtigste drin gelassen. Schreibt mir da einfach eine PN, vielleicht ist ja deine Idee gar nicht so verkehrt und wir beide können das umsetzen. Auf jeden Fall, ich habe auch noch eine sehr große Idee geplant. Und zwar mit Sachsen-Let's Player. Und zwar versuche ich da internettechnisch so eine Art Plattform aufzubauen. Darüber gibt es aber jetzt noch keine Informationen. Auf jeden Fall kann ich euch immer so viel beraten. Seid ihr Let's Player? Kommt ihr aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt? Ja klar, kommt ihr aus Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen und seid ihr Let's Player, egal in welcher Größe, obwohl, was ist egal in welcher Größe, in einer kleineren Größe mit ordentlichem Content, dann könnt ihr euch schon mal freuen, weil da habe ich einiges mit euch vor. So eine gute Cross-Promotion-Aktion über einen extrem großen Aufwand. Das muss ich mir aber aktuell alles erst erstellen lassen. Aber ich habe mir gedacht, ich habe jetzt zwar nicht die Reichweite, aber ich denke mal zusammen schafft der Osten mehr. Und es heißt ja jetzt auch, wir sind der Osten, beziehungsweise We Are East. Es heißt im Übrigen We Are East, nicht We Are the East. Meinten jedenfalls 90% der Leute, die ich gefragt habe, weil sie nicht so genau wissen, wie sich Ostdeutschland im Englischen verhält. Weil We Are East Germany hört sich scheiße an und nur Osten. Und im Endeffekt ist der Osten als East definiert. Und the East ist zu viel, also the weg. We are East. Wenn es natürlich jemand mehr Ahnung hat von Englisch und sagt, es heißt aber We are the East, dann mache ich das natürlich in We are the East. Oder wir sind das Kleinstdeutsche, wir sind der Osten, je nachdem. Ja, ansonsten war es das im Endeffekt auch schon wieder mit den Main News. Ich hoffe, ich habe euch nicht so lange zugequatscht. Ich hoffe, meine Fresse ist mehr oder weniger noch verkraftbar, so viel oder so oft wie die jetzt heute vorkamen in den ganzen Videos. Und immer schön sagen, wie das Headset wackelt, ne? In dem Sinne, ich bin raus, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder Morgen, je nachdem. Bis dann, haust rein. Tschüss.